Thema lineare Optimierung und hier jetzt geht es um die Auslastung von Kapazitäten. Es geht um Lena mit rote und blaue T-Shirts. Für ein rotes T-Shirt erhält die Lena 9 Euro, ein blaues T-Shirt bringt ihr 10 Euro, wenn sie es verkauft. Sie hat einen begrenzten Vorrat an Stoff, also sie kann höchstens 4 rote und höchstens 4 blaue T-Shirts herstellen. Bedrucken vom Shirt dauert 15 Minuten, für ein blaues sogar 20 und sie hat nur 100 Minuten Zeit insgesamt, um T-Shirts herzustellen und sie möchte natürlich den maximalen Gewinn. Also ihr seht schon, wir haben ein Maximierungsproblem. X und Y sind logischerweise die Anzahl der roten bzw. blaue T-Shirts, also rot X-Achse, blau Y-Achse. Wir haben nicht Negativität, klar. Und jetzt kommen die Nebenbedingungen. Erstmal höchstens 4 rote T-Shirts, X kleiner gleich 4. Das heißt, es wäre die gerade Pfeil nach links, kleiner gleich. Y kleiner gleich 4, blauer Stoff. Y gleich 4 wäre hier. Und kleiner gleich nach unten. Das heißt, im Moment haben wir einen schraffierten Bereich, das wäre dieses Rechteck hier bis hierhin. Das wäre von beiden Nebenbedingungen aus möglich. Jetzt kommt aber die dritte Nebenbedingung, die Zeit. Also 15 Minuten pro rotem Shirt, 20 pro blauem Shirt. Links ihre gesamte Zeit, die sie braucht zum Bedrucken, die soll kleiner gleich 100 sein. Wieder nach Y umstellen, dann habt ihr diese gerade hier. Das ist die hier. Achsenabschnitt 5, Steigung minus 3 Viertel. Kleiner gleich, also auch hier, Pfeil nach links. Und dann haben wir das hier, den schraffierten Bereich als Planungsbereich. Alle Punkte, die hier sind, zum Beispiel 2-2 oder 2-3,5, das wären alles Punkte, die von den Nebenbedingungen aus machbar sind. Man sollte sich natürlich im Hinterkopf behalten, es muss nicht eine ganzzahlige Lösung sein, weil halbe T-Shirts gehen ja nicht. Okay, dann kommt die Zielfunktion. 9 Euro pro rotes Shirt, 10 Euro pro blaues. Das ist ihr gesamter Absatz oder Gewinn. Nach Y umstellen, dann seid ihr hier. Und jetzt habt ihr, das ist dann so unten, hättet ihr dann eure Zielfunktion. Und ihr wisst ja, beim Maximierungsproblem so weit rausschieben, bis sie den Planungsbereich gerade noch einen Punkt gemeinsam hat, und das wäre der hier. Das heißt, das wäre die optimale Lösung, 4-2. Und hier geht es ja darum, also es ist wohl optimal, 4 rote, 2 blaue T-Shirts herzustellen. Hier geht es jetzt aber um Auslastung von Kapazitäten. Schauen wir uns an. Der Punkt hier liegt ja direkt auf dieser Gerade, auf der X gleich 4. Wenn ein Punkt direkt drauf liegt, dann ist die Kapazität voll ausgeschöpft. Das heißt, sie braucht ihren kompletten roten Stoff. Von der blauen Nebenbedingung her, von der zweiten Nebenbedingung, da seht ihr, da liegt der Punkt deutlich drunter. Das heißt, blauer Stoff hat sie deutlich übrig. Wie viel hat sie übrig? Also Stoff für 2 T-Shirts hat sie übrig. Der Punkt liegt nicht auf der Randgeraden. Und von der Zeit her, das ist diese Nebenbedingung 3, diese gerade 3, da liegt der Punkt natürlich aber wieder genau drauf. Das heißt, ihre Zeit ist auch voll ausgeschöpft. Das heißt, die beiden Kapazitäten roter Stoff und Zeit sind voll ausgeschöpft. Blauer Stoff hat sie noch übrig. Wichtig also, liegt ein Punkt auf der Randgerade drauf, ist die Kapazität voll ausgeschöpft. Liegt da noch nicht drauf, dann haben wir noch freie Kapazität. Sache Nummer 2, die ich euch hier erklären will, die Sonderfälle. Zunächst mal, es gibt manchmal auch keine Lösung. Wir variieren das Beispiel von der Vorseite. Jetzt ist es so, dass die Lena mindestens 4 blaue T-Shirts herstellen will. Und sie hat nur 60 Minuten Zeit. Das heißt, erste Nebenbedingung ist noch gleich, x kleiner gleich 4. Das heißt, der Pfeil zeigt nach links. Von der ersten Nebenbedingung aus wären alle diese Punkte her möglich. Jetzt kommt es aber, neue Nebenbedingung y größer gleich 4, weil sie ja mindestens 4 blaue T-Shirts herstellen will. Y gleich 4 ist die hier und größer gleich, da zeigt der Pfeil aber nach außen, nach oben. Das heißt, alle diese Nebenbedingung 2 möchte Punkte oberhalb. Nebenbedingung 1 möchte aber Punkte links von der hier. Das heißt, aktuell wären alle diese Punkte hier oben
Möglich. Macht euch die Pfeile hin, weil sonst könnt ihr es eigentlich gar nicht sehen, wie es aussieht. Das heißt, aktuell diese Punkte sind möglich. Jetzt kommt die nächste Nebenbedingung, die Zeitnebenbedingung. Wenn ihr die umformt, habt ihr diese gerade. Und die Clara, oder die Lena hatte nur 16 Minuten Zeit. Das ist eine kleine Gleichbedingung. Wir haben einen Pfeil nach innen. Und damit ist die Sache vorbei. Ne? Das heißt, es gibt kein, nur diese Punkte wären von der dritten Nebenbedingung möglich, aber die widersprechen sogar beiden Nebenbedingungen 1 und 2. Die 1 und 2 würden nur das hier oben noch akzeptieren als diese Punkte hier oben, aber damit kann Nebenbedingung 3 nichts anfangen. Wenn der Pfeil andersrum wäre, wäre alles gut, ne? Wenn hier ein größer gleich wäre. Aber so gesehen habt ihr hier nichts zum Schraffieren, keine Punkte, bei denen alle Nebenbedingungen erfüllt sind und damit gibt es überhaupt keine Lösung. Gegenfall wäre dazu, ihr habt jetzt wieder andere Nebenbedingungen. Müssen wir uns jetzt gar nicht im Genauen angucken. Wir haben wieder x kleiner gleich 4. Das heißt, diese Nebenbedingung, Pfeil nach innen. Y kleiner gleich 4. Diese Nebenbedingung, Pfeil nach innen. Und diese Nebenbedingungen, auch kleiner gleich Pfeil nach innen. Das heißt, ihr hättet diesen Planungsbereich. Und jetzt kommt die Zielfunktion. Da geht es darum, die Lena erhält jetzt 5 Euro für ein rotes Shirt. 5 Euro rot, 10 Euro blau. Das heißt, das wäre ihre Zielfunktion. Entscheidend ist die Steigung minus 1,5. Das heißt, und ihr werdet dann bemerken, wenn ihr mal anfangt hier mit Steigung minus 1,5 eine Gerade habt und die hochschiebt, normalerweise beim Maximierungsproblem hat die ja dann irgendwann oben nur noch einen Punkt gemeinsam, aber wenn er hier hochschiebt, dann hat die halt die gleiche Steigung wie diese Nebenbedingung hier, die Nebenbedingung 3. Und damit haben wir dann eben mehrere optimale Punkte. Nämlich zunächst mal alle, die hier verlaufen, alle entlang der Geraden. Aber in unserer Situation machen ja nur ganzzahlige Werte Sinn. Das heißt, das wären dann eigentlich nur der Punkt 4-3, der Punkt 3-3,5 geht nicht, 3,5 macht keinen Sinn, Punkt 2-4. Also diese zwei Punkte, P1 und P2, wären möglich. Das heißt, aufgrund von der gleichen Steigung, von der Zielfunktion und von der dritten Nebenbedingung, haben wir hier mehrere optimale Punkte. Das heißt, die Lena hat die volle Auswahl, wie sie sich entscheiden kann. Sie macht bei dem Punkt den gleichen Gewinn bei dem und beide Punkte sind möglich.